Nur fliegen ist schöner in dem Sinne, wir sollen uns hier melden und dann abheben. Du bist ja völlig abgehoben, Markus. Professorin Esche hat ihre Untersuchung inzwischen offenbar abgeschlossen. Möchtest du auch in meinem Flugzeug mitfliegen, hm? Ja, ihr lasst mir doch keine andere Wahl. Hihi, wunderbar. Lass uns einen Abflug machen. Hey, Geraldine, bitte bring uns nach Montensiero. Mosentiero. Ein Augenblick, bitte. Ich flieg mit. Ich möchte nämlich auch den Janusberg erkunden. Hört, hört. Aus dir spricht der wahre Forschergeist, Bell. Na schön, wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nach Mosentiero. Hihi, wenn alle Stadtler sind, kann's losgehen. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Ist Geraldine jetzt die Pilotin? Kandidat? Möchte man meiden, ne? Guckt euch das an. Das sieht ja besser aus als auf dem Super Nintendo. Herrlich. Na gut. Der ist hat auch mehr Power als ein Super Nintendo. Das war jetzt kein Argument irgendwie. Ich sollte dir wohl verraten, warum ich dich hierher mitgebracht habe. Sharon hat mir berichtet, dass eine Gruppe namens Team Plasma vorhat, mithilfe der legendären Pokémon die Herrschaft über die Einalregion zu übernehmen. Wie du ja weißt, gibt es in der Einalregion zwei legendäre Drachen-Pokémon, Reshiram und Zekrom. Aber vor 2 Jahren haben Reshiram und Zekrom jeweils einen Trainer als Helden anerkannt und folgten ihm. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Plasma die legendären Pokémon für ihre Zwecke missbraucht. Nicht wahr? Was haben sie bloß vor? Tja, aber es gibt noch so viel, was wir noch nicht über Reshiram und Zekrom wissen. Das Beste wäre wohl, sich von Lysander in Twin Drake City aufklären zu lassen. Schließlich ist er nicht umsonst der Arenaleiter, der auf Pokémon vom Typ Drachen setzt. Kommen wir somit also endlich zur Sache. Ich möchte, dass du nach Twin Drake City gehst und Lysander dazu befragst. Und falls was sein sollte, dann bauen wir auf deine Hilfe. Hab ich gar keine Frage. Schon klar, deine Reaktion verstehe ich nur zu gut. Das Allerbeste wäre ja, sich gar nicht erst mit Team Plasma einzulassen, aber sich anzuhören, was Lysander über die Drachen-Pokémon zu sagen hat, ist immer spannend. Und außerdem kannst du so auch die Seiten deines Pokédex füllen. Also ich kriege immer wieder keine Wahl. Ich gehe da mal zu dem Vulkan hier in der Nähe. Ich will wissen, was an den Gerüchten über ein seltenes Feuer-Pokémon auf dem Janusberg dran ist. Die dran? Nee, ach, falsche Baustelle, oder? Moment, kurze Bestandsaufnahme. Pack die Karte aus. Wo sind wir gelandet? Hier, Mosentiero. Ich mach's euch groß. Was zur Hölle? Wir sind von hier nach hier geraten. Die Stadt ist berühmt für das aus Vulkanerde gefestigte Keramikerzeugnisse. Oh. Janusberg. Undula. Tessera. Weißer Wald. Wo ist denn Twin Drake City? Hier? War das nicht ein massiver Umweg? Aber ja, die haben gesagt, zwischen Wendelberg geht's momentan nicht. Ja, also das Spiel versucht halt so, sich so gut es geht von Schwarz-Weiß 1 abzuspalten, was die Route angeht und so. Okay. Lysander ist ein Arenenleiter und wird dir erst dann das ein oder andere verraten, wenn du ihn im Kampf besiegt hast. Guten Tag, wir vom Zustelldienst von Mosentiero liefern allzeit schnell und zuverlässig. Willst du in den Flieger steigen und nach Panaero City fliegen? Alles klar, komm jederzeit wieder vorbei. Ist auch gut to know, dass man jederzeit zurück kann. Ich meine, ich habe ja VM Fliegen, aber es muss ja trotzdem eine Möglichkeit geben. Vielleicht hat man... Kann man die VM Fliegen verpassen? Kann man die wegschmeißen? Mit dem Wandel der Jahreszeiten wandelt sich auch die Landschaft, die man aus dem Fenster eines Flugzeuges bestaunt. Und ändert sich das Klima, ändert sich auch der Baustil. Ja, das sieht nach Sommer aus, ne? Sommer in Ägypten, Deutschland. Einal. Das hier ist Mosentiero. Steile Bergpfade führen hierher. Sieht aber auch sehr aus nach Lehmhütten und so. Dieses Quiz ist ganz schön schwierig. Was passiert, wenn man Select drückt, während man die Karte betrachtet? Wo soll ich das wissen? Ich habe überhaupt keine Karte. Was sagt ihr mir jetzt? Ich meine, gut, es ist um einiges pixeliger, aber ja. Verrückt. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon Attacken beizubringen.
Außerdem sammle ich leidenschaftlich Indigo-Stücke. Schenk mir Indigo-Stücke und ich bringe deinem Pokémon eine tolle Attacke bei. Soll ich deinem Pokémon eine Attacke beibringen? Alles klar, dann suche die Attacke aus, die ich beibringen soll. Zuflucht, Eisen, wie viel habe ich? 5. Magnetflug, Magiemantel, Rückentzug, Schallwelle, Elektronetz, Eissturm. Eisenschweif, na gut, kann ich mir eh nicht leisten. Erdkräfte, Zen-Kopfstoß, Marotzer, Kraftkoloss, Erdanziehung, Drachenpuls, Finster. Hey Pokémon-Trainer, also wenn ich dir eine Pokémon-Attacke empfehlen müsste, dann wäre es wohl Magiemantel. Wenn dein Pokémon Magiemantel anwendet, dann werden alle in dieser Runde vom Ziel verwendeten Status verändernden Attacken reflektiert. Aber es gibt auch Attacken, die mit Magiemantel nicht reflektiert werden können. Ja, nee, danke. Warum ich auf Reisen bin? Fragen wir doch mal andersherum. Weißt du denn, warum du deine Reise damals angetreten hast? Ja, weil Pokémon-Team. Dank meines Rockheimern macht mir auch die Hitze eines Vulkans nichts mehr aus. Dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Rock! Das rockt. Gab's diesen Ort in Schwarz-Weiß 1? Kommt mir so unbekannt vor. Ich bin hier geboren und werde bis zum Ende meines Lebens hier bleiben. Mosentiero ist zwar nur ein kleines Provinznest, aber da ich nichts anderes kenne, kümmert mich das auch nicht. Du sprichst mich also tatsächlich an? Ein Trainer von Format, so mag ich's. Hier, diese TM ist für dich. Ja. Ladestrahl, muss ich mal genau gucken. Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Aber ist es auch gleichzeitig ein Angriff gewesen, oder? Doch, ich bin fast sicher. Dunkelklauen? Das konnte keiner lernen, das hat er schon überprüft, ne? Ich habe schon beigebracht. Greift an, der Spezialangriff steigt eventuell. Was? Aber, achso, Zaplarek kann es schon. Zaplalek, ich weiß. Schreib's in den Kommentaren, ne? Zaplalek, der alte Lelek. Wir haben es hier zwar ganz schön, sind dafür aber auch ganz schön von der Außenwelt abgeschnitten. Aber die Dinge, die uns fehlen, bringt uns Geraldine. Tja, muss ich drauf verlassen, ne? Dass das läuft. Der Zustrom. Das war auch schon das ganze Dorf? Du bist doch ein Trainer. Hier, sag nichts und nimm das. Bandsticker. Wenn ein Pokémon einen Bandsticker trägt, erhöht sich die Stärke seiner Geistattacken. Wo habe ich diesen Bandsticker nur gleich gefunden? Schmerz ist nur eine Begleiterscheinung weltlicher Begierden. Was? Du untersuchst auch den Vulkan? Der hiesige Vulkan ist von der gleichen Art wie der Kahlberg in der Sinnoh-Region. Und da gab es Heatran, ich sag's doch. Ich heile. Ich habe zwar gar nicht gekämpft, aber... Kennt ihr das auch beim Pokémon-Spielen? Man heilt einfach. Lieber einmal zu viel geheilt, als einmal zu wenig und du stehst dumm da. Das passiert nämlich auch oft genug. So, dann haben wir hier Janusberg. Okay. Was gibt's denn hier für Pocket-Monsters? Alter Schwede. Ja, Thema Geist-Pokémon, nicht wahr? Trifft Zeppeli, den würde ich auch gerne mal ins Team nehmen. Das ist ja fast schon eine coole Idee. Geist-Pokémon haben aber immer so die Eigenschaft... Naja, die bringen nicht viel. Außer gegen Psycho und andere Geister und dann nimmt man lieber Unlicht. Geist fühlt sich manchmal so an wie diese antike Lösung gegen Psycho-Pokémon. Wenn es so schön war, gleich ein zweites Mal. Okidoki. Lasst uns kämpfen. Wer hat's verdient? Wer sollte kämpfen? Du hast ja Level 42. Das ist ja schon komplett OP, mein Freund. Wobei, wenn es hier so vulkanartig wird... Kommen die vielleicht mit Feuer-Pokémon an? Oder auch Gestein und Boden? Das könnte ich mir vorstellen. Huhu, du hast nach mir gerufen und hier bin ich auch schon. Ja, ich hab gerufen. Hallo, Biker Frank.
Biker Frank. Das hat ja super funktioniert mit meinem Wasser-Pokémon nach vorne. Das ist ja mal wieder gelaufen wie am Schnürchen. Das ist genau, was ich mir erträumt und gewünscht habe. Ich habe immer noch keinen idealen... keine Antwort auf Elektro. Also Flambirex muss jetzt wirklich mal irgendwas Kampftechnisches lernen, das ist wahr. Und wir bräuchten mal Erdbeben. Ah, das ist noch nicht so weit, ne? Ja, Critical Hit. Ja, jetzt geht's aber los hier. Lohe Kanone! Was machen wir da am besten? Siberio, zeig doch mal was. Zeig dich doch mal von deiner Schokoladen... Er hat auch Schaufler. Ich erinnere mich. Das war schon in Ordnung. Er ist natürlich auch kein schlechter Gegner hier, der Zebritz. Aber niedergerungen. Ich muss das Feuer der Leidenschaft in mir entzünden. Ich muss einfach. Aber ich habe dich nicht gerufen. Ich hoffe, das haben wir nochmal geklärt. Gerufen habe ich dich nicht. Ich halte schon mal in einen höheren Gang, denn gleich gebe ich Vollgas. Kann ich erst Gas und schalte dann den... Ja, es ist okay. Bikerin Lucy! Ich rufe deinen Namen, Bikerin Lucy! Hier hätte sich Elektro ziemlich gut empfohlen. Ach, das machen wir auch. Mal nicht so tauschfaul sein. Zaplalek. Zaplarek. Das klingt auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich es mit R ausspreche, wie ein polnischer Leiharbeiter oder so. Vielleicht ist es mir deswegen ein bisschen besser ein Begriff gewesen. Nun ja. Jetzt sind wir Butter bei die Fische. 65... Wie waren das? 50. Und was warst du nochmal? Du warst mehr physisch. Also ist das auf jeden Fall besser als Ladestrahl. Der Funkensprung. Aber Funken klingt für mich immer so klein. Das klingt wie eine ganz, ganz klitzekleine Elektroattacke. Wie das Pendant zu Glut oder Blubber. Sowas in der Art. So, können wir jetzt kämpfen oder willst du immer noch... irgendwie Spaß machen hier, Fasersnob. Dankeschön. Wir haben drüber geredet. Er kriegt ja einiges, ne? Dich überhole ich nicht mehr, ganz egal, in welchen Gang ich mich abtrampele. Und das ist die Höhle zum Vulkan. Moment, wäre das hier rechts weitergegangen? Wir müssen da rein, ne? Ach schön, kam Rupt, ein Pokémon, das ich schon zweimal im Team hatte. Rubin und Omega Rubin. Und ich hatte es nicht mal gepeilt damals. Ach ja. Das waren aber auch lockere Zeiten, ne? Hauptsache irgendwie ein Team auf die Beine gestellt. So, passt. Gerade Omega Rubin habe ich, das Projekt habe ich irgendwie... Da hatte ich keine große Euphorie bei Omega Rubin. Viele werden sich erinnern. Da hatte ich ja ein legendäres Pokémon drin und nur 5 im Team insgesamt, ne? Aber das geht deutlich besser. Bizarro Haus. Mensch. Machen wir das doch erstmal. Auch hier wieder Lichtel. Das ist ja verrückt, du. Was bringt uns das Bizarro Haus? Das können wir hier sehen und begegnen und erhalten und... Eine radikale Pokémon-Begegnung findet hier statt. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Ich komme in die ganzen Türen nicht rein. Das sind ja nicht mal Türen, das sind einfach nur offene Löcher in der Wand. Levelniveau, ja, Mensch. 32, würde ich sagen. Dann gehen wir mal runter. Ach, geht auch nicht. Da stehen auch die Couches davor.
Nur unten links kann ich rein. Banette ist auch eine ganz nette. Adrette. Aber nicht für mich. Mit dem Mund als... Na, Reißverschluss. Was eine Unordnung. Was ein Saustall. Hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ich habe mich als Kind auch immer gefragt. Wer ist eigentlich Hempel? Eigentlich weiß ich bis heute nicht. Ich habe mich nie dafür interessiert. Ich habe nie Google benutzt, um herauszufinden, wer ist Hempel bei Hempels unterm Sofa. Ich weiß nur eins. Können wir die wackelnden Gegenstände irgendwie wegmachen? Ist es... VM-Stärke wäre eine Idee. So rein von der Logik her betrachtet. Ne? Komisch. Und jetzt kann ich hier hinein... Oh, schön, dass man hier auch mal jemand anderem über den Weg läuft. Mein letzter Pokémon-Kampf liegt schon so lange zurück. Würdest du mir die Freude machen, gegen mich zu kämpfen? Weil du hier ein Geist bist, weil du hier schon seit 48 Jahren herumstreunerst und nicht mehr rausfindest, Engelbert. Schön auf Denglisch irgendwie, so Engel. Kamaup, Kamaup, Kamaup. Das war Feuerboden, ne? Oder Kamarup zumindest war Feuerboden, wer mich nicht alles täuscht. Also vierfach Schwäche. Gegen Water. Aber an für sich ein ganz gutes Teammitglied. Definitiv. Los, Zaplalek. Das klingt so falsch. Am besten entwickelt er sich einfach nochmal und dann... Dann habe ich nicht mehr viel zu melden. Ja, das liegt ja in meiner Hand, ne? Das liegt ja in meiner Hand. Das ist wahr. Ich tue halt, was Zaplaleks Entwicklung angeht, so als wüsste ich, was ich tue. Ja! Nichts gegen wilde Pokémon, aber es geht doch nichts über den Nervenkitzel eines Trainerkampfes. Ja, ja. Meine Nerven wurden so gekitzelt, Freund, das glaubst du gar nicht. Abfalleimer ist leer. Hier ist was unterm Teppich, oder nicht? Ich habe ein Pokémon unterm Teppich gefunden. Was machst du denn da? Wurde es von irgendjemandem einfach unterm Teppich gekehrt? Was ist das? Dann ist das nicht der einzige Raum, der jetzt geöffnet ist. Sind jetzt alle Räume geöffnet? Ach, ich gehe jetzt kann ich hier nicht lang. Bizarro-Haus, meine Freunde. Die es leibt und lebt. Ja, wie er sagte, wilde Pokémon in Ehren, aber den Topschutz kann mir jetzt auch keiner verwehren. Gibt hier bestimmt noch ein Pokémon, was ein bisschen seltener kommt oder so. Vielleicht war das auch mit Banette schon da. Aber ich glaube, ich habe hier nichts weiter verpasst. Also gibt das. Give it to me. Der Soundtrack auch sehr, sehr leise. Kaum wahrnehmbar. Ich dachte jetzt auch, ne? Warum hält es schon wieder an? Ich habe doch gerade Topschutz eingesetzt. Böse Träume, immer und immer wieder. Böse Träume, immer und überall. Vater, Mutter, wo ist nur mein Abra? Es war gar kein Song. Könnte aber trotzdem ein Hit werden. Ja. Seit es damals mit der Hand auf der Schulter, ne, zur Creepypasta wurde, denken die sich bei Game Freak, bei jeder neuen Generation und Edition, die bauen irgendwie eine coole Creepypasta ein. Ich kenne die schon alle gar nicht mehr. Da kann man sich natürlich irgendwelche Geschichten drumrum stricken, aber ich finde, naja, das Mysterium... Wenn das schon so beabsichtigt ist von den Entwicklern, ist es dann gar nicht mehr so
Es ist dann gar nicht mehr so geheimnisvoll, finde ich. Das ist ja dann intended. Die Angst, die damals... Angst, ne? Die Creepypasta, die damals herrschte. Die, ja... Von wegen Lavandia-Syndrom und so weiter. Das war ja unbeabsichtigt, wenn du so willst. Wollen die es überschatten? Man weiß es nicht so recht. Ist es jetzt wieder wie vorher? In meinen bösen Träumen hörte ich Vaters Stimme. Eine Luna-Feder. Nein, bleib bitte hier! Das sagt die Richtige, ne? Die haut immer ab. Und die kriege ich jetzt. Luna-Feder. War das nicht für Cresselia? War das nicht für Cresselia? Da muss ich mal ganz kurz, ne? Ich will ja nichts Falsches sagen. Ich will mich nur mal vergewissern. Luna-Feder. Wird in Diamant, Perle und Platin benötigt, um den Albtraum eines Kindes aus Fleetburg zu beenden? Das ist doch so. Leuchtet wie der Mond, kann angeblich Albträume heilen. Zarre. Das ist doch... Ja, ja, Cresselia. Ich lag richtig. Kann man auch hier finden? In dem Spiel? Wartet. Das möchte ich mal überprüfen. Cresselia. Wunderbrücke nur mit Luna-Feder. Das ist doch schön. Was für eine Wunderbrücke. Ach, die unten, da kommt die. Gut. Aber der Grund, warum wir hier sind, gut abgearbeitet. Diese Luna-Feder kam zu spät. Aber das ist schon in Ordnung. Du kannst sie dem Pokémon ja irgendwann zurückgeben. So wie ich es tun wollte, auf jener Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Ich hoffe, ihr könnt heute Abend noch schlafen. Weil wir waren heute im Bizarro-Haus. Schön gemacht. Recht übersichtlich und doch verändern sich die Räumlichkeiten jedes Mal. Guck mal, ich kann sogar hier hin. Wer in aller Welt bist du? Ich dachte eigentlich, ich wäre alleine. Bist du wirklich nur ein Trainer? Das kann ich irgendwie nicht glauben. Ich bin ein Geist. Klingt wie ein Pferd. Triftlon, Psycho, Lene. Na klar. Level 40. Ihr macht aber auch keine Gefangenen, oder? Geist auf Geist, sehr effektiv. Let's go. Geistflug ist das gute Stück, oder? Triftlon noch ein bisschen schwach auf der Brust. Aber als Triftzeppeli ist es schon ein gutes Teammitglied, hätte ich gesagt. Spoink war Psycho, wenn mir nicht alles täuscht. Dann direkt nochmal Dunkelklaue. Macht sich ja direkt bezahlt. So starke Attacke. Was willst du hören? Gegen Triftzeppeli, ihr werdet es jetzt sehen. Wird das aber nicht reichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Viel bessere Werte. Sehr genau, so habe ich es mir vorgestellt. Ein langweiliger Two-Hit-Kill. Jawohl. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen, als wir es hatten von der Attacke Item-Sperre. Habe ich es als TM? Vielleicht doch am Ende so für uns ganz nützlich in der Pokémon-Liga oder so. Weil die ja ganz gerne dauernd heilen wie ein König. Ist wirklich nur ein Mensch, ein Pokémon-Trainer. Nein, ich habe gesagt, ich bin ein Geist. Ein Pferdegeist. Hört man doch. Und hier noch. Vielleicht haben wir es dann erstmal. Da gibt es noch ein Item. Sonderbonbon. Ja, meine. Kein Bedarf. Vielleicht setze ich es ganz am Ende ein. Man kennt's. Habe ich das letzte Mal aber auch gemacht, oder? Sonderbonbon ganz am Ende eingesetzt. Irgendwie bei Arceus kam es hin und so. Ich denke schon. Aber ich habe es auch schon mal komplett verdödelt und vergessen.
Ja, dann lasst uns doch mal gehen hier in den Janusberg. Ich glaube, das war wirklich in Weiß 1 nicht. Kann mich täuschen. Aber ich glaube, das war wirklich nicht. Gruselig! Hey Markus, weißt du was? Ich will mir etwas in diesem Vulkan, den Janusberg, mal genauer ansehen. Aber die wilden Pokémon hier sind so stark, sie bereiten mir eine Menge Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Ah, keine Sorge, um die Heilung unserer Pokémon kümmere ich mich. Lass uns gehen. Im Team mit Bell. Wuff, wuff. Oh, Entschuldigung. Das war kacke. So, der Hypertrank. Machen wir das. Welches Pokémon haben wir vorne? Ja, Enteron bleibt, würde ich sagen. Gleich heilt die ja die ganze Bande, das ist auch sehr praktisch. Nach der nächsten Gelegenheit. Man könnte sich die Trainer allerdings auch aufheben in der Theorie. Sieht stark aus, oder? Für die Erstverhältnisse. Sieht stark aus. Hehe, was wohl passiert, wenn alle drei Pokémon gleichzeitig angreifen? Drei. Du, wir können zwei Trainer nicht durch drei Pokémon teilen. Was soll das jetzt? Li Ling. Doch, macht sie aber. Ach. In dem Falle kämpfe ich doch alle. Oder was? Witzig, weil die Pokémon sind noch nicht geheilt. Tja, Mensch, was machen wir denn da? Also, Lucario ist Kampf. Stahl. Sollte Psycho sehr effektiv sein, wenn ich mich gerade komplett lost bin. Funksprung. Jeder greift sein Gegenüber an. Jetzt sind wir mal ganz unkompliziert. Wollen wir gar nicht so kreuz und quer kämpfen hier. Sondern immer feste Truff auf den Gegenüber. Da tut weh. Ist ja schon so angeschlagen. Hält aber durch. Das freut mich zutiefst. So, ja, genau. Ich gebe die Frage zurück. Was passiert, wenn alle drei gleichzeitig angreifen? Muahahaha. Räusper, Hust. Schön, dass er den nicht finisht. Haben alle überlebt auf meiner Seite. 13-0 für einen Magus. Ich hatte große Schwierigkeiten, den Team ins Visier zu nehmen. Du hast mir gar keine Chance dazu gegeben. Warum sollte ich? Warum sollte ich das auch? Und jetzt hast du geheilt oder was? Erzähl doch, rede. Na bitte. Ja, diese Doppelkämpfe in Begleitung. Da sind Doppelkämpfe. Ja, so sieht man. So, mit einem Schuh raus. Ja, okay. Das nächste Mal machen wir weiter mit Bell. Da werden wir nächstes Mal Bell auf dem Thumbnail sehen. Bin ich mir fast sicher. Ich habe mir die nämlich schon aufgehoben. Ich dachte mir schon, soll ich die benutzen? Nee, noch nicht, noch nicht. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Bell ins Thumbnail zu nehmen das nächste Mal. Alles klar. Ja. Frisches neues Gebiet. Also frisch im Sinne von im Vergleich zu Teil 1. Bis zum nächsten Mal. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.